Und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Der Comic Place Chained Echoes. So. Beim letzten Mal haben wir uns aufgemacht, hier wegzulaufen, weil weglaufen eine gute Sache ist. Machen wir mal das hier, weil wir gerade zu tun haben. Schnell hier durch wollen. Da ist so ein Ultra-Move immer schon ganz schön, mit dem man anfangen kann. Auch wenn das jetzt nicht unfassbar viel Schaden war, wie ich es gerne gehabt hätte, aber naja. Man nimmt halt, was man kann, ne? Frage ich mich übrigens, ob sie immer nur Charaktere schwächen, die tatsächlich auch einen Auswechselpartner haben. Aber das wäre ein bisschen... Also ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es wäre natürlich praktisch. Ja, ja. Du bist fast tot. Du dürftest dadurch tot gehen. Und wenn Killian angreift, wird der goldene Krebs da auch wegkrebsen. Wunderschön. Und Rob macht das Übrige. Wunderbar. Wieder ganze 4 FP. Boah, Wahnsinn. Im Gegensatz zu den 13, die wir im letzten... Oder waren es 14? Jedenfalls eine Menge, die wir im letzten Part bekommen haben. Bisschen traurig. Sir Raphael, du hast mich im Stich gelassen? Doch nicht? Oh, eine Prinzessin. Haltet nicht an, ihr Narren, flieht. Kann ich kämpfen gehen? Nein. Warum rennt er denn mir hinterher? Was soll dieser ganze Trubel da draußen? Wie auch immer, braucht ihr etwas? Lol, lol, Kauf, Kauf. Mein. Brauche ich davon wirklich was? Ich meine, wir könnten mal ein bisschen was kaufen, aber... Ne. Irgendwann kaufe ich Dinge, aber dieser Tag ist noch nicht heute gekommen. Oh, das ist ein toller Gang. Das heißt, wir gehen jetzt nur höher, was eigentlich heißt, wir rennen in eine Sackgasse. Anders kann man das ja nicht mehr beschreiben. Oh, die leuchten auch wieder. Die sind shiny, das heißt, von denen kriege ich wieder viele FP, nehme ich an. Und Overdrive. Na toll. Könntest du den Blütensturm einsetzen und was passiert? Ja, du bist geschwächt. Das ist doch einfach nur traurig. Ja. Ein bisschen Getröte und schon sind wir besser dabei. So wie man es halt kennt, ne? Ah, schicke noch ein... Ne, Moment, Moment. Jetzt müsste man... das machen und alle sind vergiftet. Wow, Wahnsinn. Wir haben sie einfach Sir Victor umgeknüppelt. Sorry. Ups. Naja. Bisschen mehr Gift. Ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass Gift ihn umbringen würde. Aber egal, gewonnen ist gewonnen, wiederholen ist gestohlen oder so. Das
Das sind weniger FP als für die, waren es drei oder zwei im letzten Kampf da? Sauerei. Schlecht geladen gerade eben. So ein Biest habe ich noch nie gesehen und das muss ausgerechnet während der Friedensfeier auftauchen. Liebe Güte, das wird die Beziehung zwischen Tarin und Escania nicht einfacher machen. Und wie soll ich all das Prinz Frederik erklären? Diese Geschichte klingt doch schon jetzt absolut unglaubwürdig. Lasst uns alsbald nach Tormund zurückkehren. Stimmt etwas nicht, Sir Matthew. Wir sollten uns beeilen. Ich kann den Dämon immer noch wüten hören. Ah, Snap. General, was tut ihr? Es stimmt, diese Geschichte klingt unglaubwürdig. Wie wäre es mit einer glaubwürdigeren, mit diesem Schwert und eurem Blut? Oh, er hatte eine Glatze darunter, der arme Kerl. Ich meine, furchtbar, was er da angestellt hat. Tarins Kanzler, getötet von Soldaten Escanias, klingt viel glaubwürdiger. Das wird einen neuen Krieg entfachen. Keiner hat Schuld daran, dass ein Dämon den Palast angegriffen hat, Sir. Du bist jung, Naivität leitet deine Zunge. Die Edelmänner von Valandis suchen nur einen Grund, um den Krieg fortzuführen. Es ist egal, was hier tatsächlich passiert ist. Jeder wird die Geschichte so erzählen, wie sie der eigenen Sache dient. Hochinquisitor. Der Friedensvertrag wurde von Leuten unterschrieben, die ihr Schwert zu oft gezogen haben. Sie haben unlängst vergessen, wie man einen Stift verwendet und die Wahrheit sagt. Oder vielleicht haben sie es nie gelernt. Hass regiert Valandis und das lässt sich nicht einfach ändern. Okay. Währenddessen Süßigkeiten aus einer Truhe geklaut. Noch ein Händler. Okay. Wenn die jetzt sagen, ach du Schreck, wir sind hier gefangen, ne? Das sieht nicht gut aus. Ich habe es euch gesagt, eine Sackgasse. Ach, sei still, was machen wir jetzt? Ich schätze, wir kämpfen. Ach was. Vergessene Gottesanbeterin, okay. 80%ige Chance. Ich krieg da immer so ein bisschen das Kotzen, wenn ich sowas lese. 80%ige Chance, wie so. Nee, also. Kannst ja auch voll knicken. Nee. 80%ige Chance. Gott, in welcher Welt sind das 80? Bitte was? Danke. Unglaublich manchmal, also. Na, jetzt so ein Blütensturm wäre ganz cool gewesen, aber nein. Nee, damit rutsche ich ja, glaube ich, komplett wieder da raus. Das fände ich jetzt nicht so cool. Sah zumindest so aus, als könnte ich damit rausrutschen. Das finde ich dann nicht ganz so nice. Ja, heilen wir einfach mal. Cool. Er hat verbotenes irgendwas eingesetzt. Mehr lesen konnte ich davon nicht, aber es war sehr verboten, was sie da gemacht hat. Hm. Ich meine, ja, machen wir mal. Mach mal.
Es wäre wahrscheinlich deutlich cooler gewesen, wenn das Ding jetzt dabei gestorben wäre, aber grundsätzlich sah das sehr, sehr schick aus. Irgendwas, irgendwas, Schwamm. Upti, ah, jetzt bin ich aus meinem Overdrive rausgegangen. Das entfernen wir mal. Bin ich so Fan von gebufften Gegnern? Ich bin ja nicht mal ein Fan davon, mich selber zu buffen. Also insofern, ne? Wer hätte gedacht, dass ich dann ein Fan davon wäre? Richtig, keiner. Sehr schön. Jetzt können wir mal wechseln und können den vergiften. Oder sie. Das Ding da halt. Das passt. Als der erste richtige gute Bosskampf. Also was ist richtiger, ne? Ja, doch, ich würde bei dem Wort richtiger Bosskampf tatsächlich bleiben, weil alles andere war ja einfach nur Training für sowas hier, wenn man so will. Schon cool, gefällt mir. Ich könnte Pandemie einsetzen, aber das macht keinen Sinn bei ihm. Vergiftet ist er ja trotzdem. Powerschuss. Und das war's. Ahahaha. Es gibt immer noch nicht auf. Was ist das für ein Ding? Herausragend. Wir haben es eingekesselt. Bereit für eine weitere Salve. Aber Sir, da sind Zivilisten. Wir haben keine Wahl. Feuer die Kanone auf mein Kommando. Feuer. Gut, dass sie das überhaupt mitgekriegt haben. Sonst wären sie wahrscheinlich wirklich tatsächlich weggeblast worden. Du musst aufstehen, Glenn. Bitte. Zu welchem Zweck? Das Beste, was ich tun kann, ist hier im Bett zu liegen. Und worauf zu warten, bis niemand mehr da ist, der sich um dich kümmert? Es ist fast ein Jahr vergangen und du sitzt hier, während ich herumreise und aufkratze, was vom Bund des Eisernen Bullen noch übrig ist. Du hast recht reden. Du bist nicht für die Katastrophe verantwortlich. Und du auch nicht. Du hast als Soldat deine Befehle ausgeführt. Du wusstest nicht, wozu der Stein in der Lage war. Du kannst nicht. Ich weiß das, Killian. Aber am Ende ist es passiert, weil ich den Stein zerstört habe. Ich habe mein Schwert geschwungen und Tausende sind gestorben. Und dann, während ich durch die Ruinen kriechend deinen bewusstlosen Körper trug, die Leichen überall, ihre Haut war geschmolzen, der Gestank. Ich weiß, ich werde das nie begreifen können. Aber die Konsequenz kann nicht sein, dass du dich hier versteckst. Glenn, dafür kenne ich dich zu gut. Du bist ein Idealist. Ich mache gar nichts. Ich bin euch doch nur gefolgt. Dann ändere das. Lass Taten folgen. Lass uns den Stein finden. Lass uns nach Valandis zurückkehren. In den letzten Monaten habe ich nicht nur nach Unterstützern und Einkommensquellen gesucht. Ich habe auch Informationen gesammelt. Der Stein war ein Grimoire. Ein Grimoire. Ursprünglich war das der Name magischer Bücher. Jeder Magier, der etwas auf sich hielt, hat mindestens ein Grimoire in seinem Leben veröffentlicht. Und je reicher ein Magier war, desto mehr Geld hat er in die Gestaltung des Buches gesteckt. Magische Edelsteine waren sehr beliebt als Einsatz für die Bücher. Als die Magie nach und nach verschwand, verloren die Bücher langsam an Bedeutung, aber die Steine wurden umso wertvoller. Da es keinen Namen gab, der in allen Sprachen funktionierte, wurden sie auch einfach Grimoires genannt. Und eins davon hat die Explosion verursacht? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Die Beschreibung der Art und Weise kommt hin, aber nirgends wird ein so mächtiger Stein beschrieben. Du hast gemeint, der Stein war nach der Explosion unbeschädigt? Ja, er schwebt über den Ruinen in einem Schwall aus Äther, ich habe es gesehen. Dann existiert das Grimoire noch irgendwo in Valandis. In den falschen Händen könnte sich all das wiederholen. Du fragst dich, wofür du kämpfen sollst? Kämpfe mit mir und hilf mir, den Stein zu finden, damit all das nicht mehr passieren kann. Wir finden den Stein, wir stellen die alte Gang wieder zusammen und dann. Erinnerst du dich, warum du dem Bund der Eisernen Bullen beigetreten bist?
Wir wollten die Welt verändern. Und dafür brauchten wir Macht. Der Ruf unserer Bande wurde immer besser. Die Bezahlung wurde immer besser. Unsere Taschen waren gut gefüllt. Die besten Schmiede arbeiteten an unseren Waffen. Die besten Trainer unterrichteten die Jüngeren unter uns. Wir hatten genug Gold für Luftschiffe und unsere eigene Himmelsrüstung. Wir hätten all das zu unserem Vorteil nutzen können, Glenn. Und das können wir immer noch. Wir können wieder so werden. Wir werden mächtiger als jede Armee werden. Wie Alfred und der Bund des Weißen Drachen vor 100 Jahren. Wir werden Revolutionen starten, das System erneuern. Wir werden die Tyrannei der Könige beenden und die Macht in die Hände des Volkes legen. Aber dafür brauche ich dich. Nicht nur als guten Kämpfer und herausragenden Himmelsreiter. Ich brauche dich als jemanden, dessen Herz am rechten Fleck schlägt. Ich brauche dich als Freund, Glenn. Na gut. Was für eine süße Erinnerung. Aber jetzt ist es Zeit aufzuwachen, Glenn. Ach, was ist das für eine Stimme in meinem Kopf? Wer bist du? Dein Freund, Kamerad, Mentor. Nenn mich, wie immer du willst. Die Monster haben deine Fährte aufgenommen. Du solltest auf meinen Rat hören. Was meinst du? Das wirst du bald herausfinden. Doch jetzt musst du aufwachen. Das ist so ein bisschen Fullmetal Alchemist. Sieht zumindest so aus. Bist du wach? Wo sind wir? Scheint, als wären wir unter der Erde. Der Turm ist in dem Moment eingestürzt, als wir ihn verlassen haben. Wenn du stark genug bist, kannst du mir helfen, den Weg freizuräumen. Wo sind die anderen? Scheinbar nicht hier. Was war das für ein Monster? Ich weiß es nicht. Vor einem Moment dachte ich, es macht auf uns Jagd. Für einen Moment. Das Ding hat uns durch den ganzen Palast gehetzt. Du musst noch halb verschlafen sein, Dieb. Ich bin kein Dieb. Du und dein Freund, ihr seid in den Palast eingebrochen. Wir wollten nicht stehen. Es tut mir leid, das war unhöflich. Du hast mein Leben gerettet und deines riskiert. Ich werde dir glauben. Und am Ende ist es auch egal. Dann bleiben wir vielleicht bei Eindringlingen. Wie wär's mit Glenn? Mein Name ist Glenn. Glenn, bist du da? Ah, da ist jemand auf der anderen Seite. Dem Schicksal der Dank, euch geht es gut. Wir hatten ziemlich Glück, diesen Sturz zu überleben. Sprich nicht so schnell von Glück, wir müssen immer noch aus diesem Chaos entkommen. Ich rieche Miasma und nicht wenig davon. Das Kanalsystem ist alt, älter als Farnsport. Heute fließt hier nur noch Abwasser, aber in alten Zeiten hatten diese Wälder einen längst vergessenen Zweck. Das Böse hat sich damals eingenistet. Wir werden jeden fähigen Kämpfer brauchen, um hier rauszukommen. Ja, die Kanäle sind von einer anderen Art. Das haben wir schon lernen müssen. Prinzessin, euch geht's gut. Rob, bist du in Ordnung? Warum hat er euch Prinzessin genannt? Ihr seid eine Prinzessin. Ich hörte Gerüchte, dass die Prinzessin Tarins vor einiger Zeit verschwand. Sie sieht nicht besonders königlich aus. Was fällt dir ein? Sprich nicht weiter oder das waren deine letzten Worte. Dann lass mich bessere Worte finden. Du Milchgesicht hast mir rein gar nichts zu sagen. Spart euch eure Kräfte für die Monster, die hier herumschleichen. Verzeiht mir, Sir Victor, ihr habt recht. Das Wohlergehen der Prinzessin hat Vorrang. Ich vergebe dir für den Moment. Du bist zu großzügig. Das ist kein Scherz. Sie ist wirklich die Prinzessin von Tarin? Wer auch immer sie ist, sie kann eine Waffe führen. Das ist alles, was gerade zählt. Wir sollten auf den alten Mann hören und uns verziehen. Dieses Kanalsystem stinkt mir. Ich wünschte, dein Sinn für Anstand wäre so gut wie dein Geruchssinn. Dieser alte Mann ist Sir Victor, einer der größten Schreiber unserer Zeit. Und deswegen sollten wir einem erfahrenen Mann wie ihm folgen. Zusammen waren wir in der Lage, den rotäugigen Dämon zu vernichten und gemeinsam kommen wir auch durch diese Kanalisation. Den Dämon haben wir nicht vernichtet, wir haben nur überlebt. Der stand dann da immer noch. Lasst uns nicht weiter trödeln, brechen wir auf. Ich meine ja nur. Ja, muss man ja mal wirklich so sagen, wie es halt ist. Der stand da und dachte sich, ja, ist mir eigentlich egal, ne? Oh, welch ein Pech. Gerade als ich den Turm verließ, stürzte der Boden unter meinen Füßen ein. Jetzt stecke ich hier mit euch fest. Könnt ihr den Weg freiräumen? Ich kann euch nützliche Gegenstände verkaufen. Ja, was auch noch nichts Interessantes, aber schön, dass du noch existierst. Mal wieder Kanaltaucher. Gift, Wind, Wind. Oh.
Du wurdest gewindet. Die sollten ja jetzt in der Theorie keine schweren Gegner sein, ne? Die sind ja dieselben Gegner, die wir jetzt schon die ganze Zeit bekämpft haben. Ah, ein Crit von Glenn. Sehr schön, sehr schön. Ich hätte trotzdem nichts dagegen, wenn ich den Raphael dabei hätte, diesen Inquisitor-Typen. Das gefiel mir schon ganz gut, wie der da aussah und hatte auch ein großes, langes Schwert. Ne? Ich mag das ja. Könnte man im falschen Kontext auch wieder falsch verstehen, aber ihr wisst, was ich meine. Die meisten jedenfalls von euch. Komm, hast du mehr HP? Komm, ja, mehr HP. Yum, yum, yum. Mehr Tech-Punkte. Red. Selten Spieler erlebt, in denen nicht irgendwie Crits eine gute Sache sind. Fügt einem Gegner, der das Ziel angreift, 2,5 körperlichen Schaden zu, okay. Ja, warum nicht? Passt. So. So, muss ich noch? Muss ich nicht? Mal gucken. Passt. 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 Passt auch. Passt schön. Passt alles, okay. Was ist denn dann hier unten? Da war doch gerade noch ein Weg, oder bin ich dumm? Ne, da war einer. Geld. Merkwürdiger Betrag, aber... Also es ist halt, ne, wenn da auf einmal 301 steht, anstatt einfach 300, kommt mir das ein bisschen merkwürdig vor. Aber naja. Das mit den Soldaten, die eine Belohnung gekriegt haben, weil sie unseren roten Succubus beobachtet haben, lässt mich zwar irgendwie immer noch ein bisschen stutzen, weil ich nicht hinterher durfte oder so, aber... Naja. Ich komme da übrigens jetzt nur so random drauf, aber die Tatsache ist halt... Es ist prinzipiell erstmal schön, dass das Spiel tatsächlich Konsequenzen hat. Irgendwo. Dass ich mir halt jetzt so ein bisschen vorkomme, als hätte ich irgendwas verpasst. Was hoffentlich nicht so ist, aber... Yay, 5 FP. Oh nein, Wasserrätsel. Ja. Mein, ja, gut, offensichtlich. Komme ich nach unten damit? Fein. Eiserner Brustpanzer. Warte nicht, Moment, du konntest doch. Ich glaube, ich hatte ihm das Talent gegeben. Mir auch. Könnt mich auch. Moment, ich habe noch einen von dem. Von dem Löwenheini. Okay. Aber gut, das passt schon so. Hier noch was Cooles. Irgendwas, was ich wissen sollte, gesehen haben sollte. Kann wahrscheinlich auch wieder direkt zum Start laufen, ne? Da wäre, war glaube ich auch noch eine Treppe, theoretisch. Hibbidi hobbidi. So ein bisschen... Wie soll ich sagen, nachdem wir jetzt gegen so einen riesen Dämon und so gekämpft haben, sind exakt dieselben Gegner, die wir schon mal hatten, ein bisschen langweilig, aber naja. Muss man halt manchmal auch durch, so sowas.
ein Zinnerz. Beziehungsweise drei Zinnerze. Bin gespannt, wofür ich die irgendwann mal verwenden kann. Wenn ich sie denn für irgendwas verwenden kann. Ich glaube, das da oben war übrigens die Klappe, die ich im Sinn hatte. Und ja, war sie. Na gut. Noch habe ich jedenfalls das gute Gefühl, dass ich in der Theorie alles geöffnet habe. Praktisch gesehen habe ich bestimmt schon längst wieder irgendwas verpasst. Seien wir mal ehrlich, aber... Keine Tür da drin. Hätte sein können. Drei davon. Wahnsinn. Weil die Sandalen machen sich bezahlt. Abgesehen davon, dass ich... Ich würde in der Kanalisation keine Sandalen tragen. Ich bin allgemein kein Sandalen-Fan, davon mal ab, aber... Wenn es so einen Ort gibt, wo ich sagen würde, trage keine Sandalen, dann wäre es eine Kanalisation. Vielleicht als nächstes sowas wie, weiß ich nicht, die Antarktis. Aber da merkt man schon, ist schon weiter weg sozusagen, ne? Aber Kanalisation ist nicht gut. Da könnten wir wieder hoch. Will ich das? Ich meine, hier unten war die rote Truhe, ne? Ja. Dann wollen wir das wohl. Leuchtet das Ding im Bummi. Das muss der Ausgang sein. Oh. Stimmt was nicht, Glenn. Das ist eine Statue im Wasser. Oh, du hast recht. Und noch dazu eine der Helden von Leonard. Man sagt, wer da verbetet, wird in seinen Träumen von den alten Helden besucht und erhält deren Macht. Man muss allerdings zuvor eine Flasche heiliges Wasser opfern. Ich frage mich, was die Statue hier unten macht. Beten, sagt ihr. Zusätzlich zu Waffen, Rüstungen und Accessoires können Charaktere Klassenwappen ausrüsten. Sie werden der Gruppe verliehen. Also, ne, den ersten Teil wussten wir, aber wir lernen es jetzt. Das finde ich jetzt gut. Sie werden der Gruppe verliehen, wenn sie die Helden von Leonard-Statuen anbeten. Klassenwappen gewähren enorme Statusaufwertungen. Darüber hinaus gewährt jedes Klassenwappen zwei Aktionstalente und zwei passive Talente. Diese können in den Klassentalenten-Slots ausgerüstet werden. Die Talente können nur ausgewählt werden, solange das entsprechende Klassenwappen ausgerüstet ist. Einzige Ausnahme, sobald du ein Talent gemeistert hast, kannst du es auswählen, ohne das Wappen ausgerüstet zu haben. Ah, dafür ist das. Meistern, nice. Möchtest du die Helden von Leonard anbeten? Ja. Mach, mach, mach. Bete, bete, bete. Gib, gib, gib. Seid gegrüßt, Abenteurer aus Valandis. Meine Stimme, die in eurem Herzen widerhallt, möge die Macht längst vergangener Zeiten entfachen. Erweiset euch als würdig und erhaltet meine Gabe. Was? Oh, okay. Crazy Musik hier. Aber es ist so. Erweiset euch als würdig. Schafft ihr es, drei Kanalratten, ich meine Taucher, zu besiegen? Ja, mach mal. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Vielleicht will er was mit seiner Größe ausgleichen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr großes, langes Schwert, ja. Oh Mann. Herrlich, sowas. Oh wow, es hat einer überlebt. Hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, aber... Kudos an den. Ihr habt die Herausforderung gemeistert, tapfere Krieger, und euch als würdig erwiesen. Nehmt das Abzeichen der Seelsorgerin Marianne an. Nun geht hin, tapfere Krieger und wissbegierige Abenteurer, denn ihr seid die Zukunft von Eldria. Praying. Joa. Bin dein Klassenemblem. Seelsorger.
Halt Wunden im Namen aller Götze. Ja, weiß ich nicht. Erstaunlicherweise hätte er am meisten Psi. So schon, aber. So, da bin ich wieder. Da beginnen jetzt meine Bauarbeiten wieder. Deswegen sollte ich den Part so langsam beenden. Wiederbelebung. Allerheil. Warum ist das erste Ding, was ich finde, nur so ein dämliches Heilding in Anführungszeichen hier? Victor, du bist auch eh am Heilen die ganze Zeit. Ist ja irgendwie. So, die hast du gelernt. Die sind schon dann drin. Okay. Na gut. Auch eine Tür, die ich nicht betreten kann. Ist wieder Wasser im Weg. Na gut. Hör auf zu schlafen, dreckiger Hund, und sag ihm, was du mir gesagt hast. Ja, wir wurden beauftragt, Lady Parnella zu töten und die Schuld auf Farnsport zu schieben. Wer hat euch beauftragt? Warum sollte ich dir das sagen, hä? Was fällt dir ein, dreckiger Räuber? Ah, Räuber, sagst du. Du bist nicht besser. Wir rauben vielleicht Leute aus, du aber eine ganze Nation. Euer lächerlicher Frieden wird zugrunde gehen. Wir wurden vielleicht angeheuert, die Lady zu erstechen, aber ihr seid schlimmer. In eurem Friedensvertrag habt ihr das ganz Escania einen Dolch in den Rücken gejagt. Genug, Pharan. Er hat nicht mehr zu sagen als die anderen, die wir gefangen haben. Schafft ihn weg. Er war der Letzte der Bande. Der Rest verrottet schon im Gefängnis. Habt ihr die Überreste der Kreatur gefunden? Noch nicht, aber wir haben Zeugen, die gesehen haben, wie das Monster zusammen mit dem Turm gefallen ist. Es ist vermutlich tot. Wenigstens einmal eine gute Nachricht. Was ist mit den Leichen im Ostflügel? Waren das wirklich? Ja, der Leichnam von Kanzler Edgar war unter ihnen. General Matthew? Keine Spur. Würde der General wirklich so weit gehen? Prinz Frederick sei verdammt, das ist sein Werk. Lady Parnella, Kanzler Edgar, beide starben in unseren Mauern. Die Menschen von Tarin würden gegen Prinz Frederick eine Revolte starten, würde er ohne triftigen Grund einen neuen Krieg vom Zaum brechen. Aber jetzt kann er die Geschichte schreiben, wie er will. Er wird uns als Aggressor darstellen. Er wird seinen Leuten sagen, dass wir den Kanzler getötet haben. Und er selbst wird natürlich keine Wahl haben, außer die Waffen erneut gegeben uns zu erheben. Aha, gegeben. Ja, naja, gut. Kle deutsches Spiel, trotzdem schon deutsche Marke. Ist egal. Was sollen wir nun tun, mein Herr? Die Truppen mobilisieren. Bereite alle Luftschiffe und Himmelsrüstung vor. Ich hoffte, ein Königreich des Friedens zu übergeben, doch ich habe versagt. Wenn du den Thron besteigst, wird alles, was dich erwartet, Hass und Blutvergießen sein. Daran führte kein Weg vorbei, das weißt du auch. Naja, das weißt auch du. Ja, naja. Wahrscheinlich. Tarin kontrolliert Wurmshire. Wie lange glaubst du, können wir noch Widerstand leisten? Wir können die Prinzessin nutzen. Was? Ach so, die andere Prinzessin. Ein bisschen weird, wenn die Prinzessin davon redet, dass man die Prinzessin benutzen kann, aber ja, macht Sinn. Prinzessin Celestia von Tarin, du glaubst, es war sie? Kanzler Edgar tat es und er sollte sie kennen. Aber was tut sie hier und dieses Schauspiel, das sie hier aufführt? Nehmt sie als Geisel. Ja, wenn die Frau wirklich sie war, dann sollten wir sie schnellstmöglich finden. Ihr wollt sie als Geisel nehmen, aber vielleicht können wir den Krieg noch verhindern. Dieser Krieg hat nie wirklich ein Ende gefunden. Wir müssen schnell handeln, beeilt euch, Pharan. Lasst keinen Stein auf den anderen. Bringt mir Prinzessin Celestia lebend. Wie ihr befehlt. Prinz Frederick wird es sich zweimal überlegen, anzugreifen. Die Liebe für seine Schwester ist selbst mir zu Ohren gekommen. Oh nein. Nee, auch nicht die Art von Liebe. Witzigerweise erinnert mich das so ein bisschen an Rayman. Also, wenn man das sich so einmal anguckt, sehr unterhaltsam. Oh, also wir kommen durch den Kanaleingang, wo wir reingekommen sind, aber die Typen sind nicht mehr da. Wir haben es endlich geschafft. Scheint nicht, als hätten sie das Feuer schon unter Kontrolle. Mein Bruder, ist er wirklich in die Pläne involviert? Seit unser Vater krank wurde, hat er mit fester Hand regiert. Ich muss die Wahrheit von seinen Lippen hören. Diese Nacht wird nicht ohne Konsequenzen für den Frieden in Valandis bleiben.
Wenn Prinz Frederik hört, was hier passiert ist, wird er Escania beschuldigen. Dann muss ich ihm sagen, dass ein Dämon angegriffen hat und niemand die Schuld trägt. Also ist sie wirklich die Prinzessin? Ich dachte, sie sehe anders aus. Das ist sie, in der Tat. Also zeigt ihr gefälligst den Respekt, der ihr gebührt. Jemand hat euch beim Bankett erkannt. Farnsport sucht möglicherweise schon nach euch, um euch als Geisel zu nehmen. Ihr solltet im Geheimen nach Tormund reisen und ich werde euch begleiten. Das würdet ihr tun? Nun, bei aufregenden Geschichten werde ich schwach und ich habe dort sowieso Geschäfte zu erledigen. Und da ich in den Ritterstand erhoben wurde, ist es in gewisser Weise meine heilige Pflicht, euch zu helfen. So sei es, Herr Victor. Es freut mich, euch eure Hilfe anzunehmen. Um euch nach Tormund zu begleiten, müssen wir das Qortara-Gebirge überqueren. Die Pfade zwischen den Bergen sind gefährlich, besonders wenn man die Hauptwege vermeiden will. Wir drei werden es nicht leicht haben. In der Abenteurergilde sollten wir fähige Krieger finden können. Ja, das könnten wir tun. Oder wir heuern jemanden an, dessen Kampfeswillen wir bereits kennen. Ihr wollt unsere Hilfe? Die Hilfe zweier gewöhnlicher Diebe? Wir wissen nicht einmal, welche Rolle sie in all dem spielen. Wenn wir ihnen den Rücken zudrehen, haben wir früher oder später einen Dolch darin stecken. Ich glaube ihnen, sie haben mein Leben bereits einmal gerettet. Aber ist das genug? Wenn sie die Prinzessin sicher nach Hause eskortieren, erhalten sie sicher eine Belohnung, also traut ihrer Gier nach Gold. Das sollte einfach für euch sein, wenn ihr sie für Diebe haltet. Was denkst du, Killian? Hilf der Prinzessin. Stimme schon wieder? Hör auf meinen Rat, Glenn, es ist wichtig, um die Tür zu öffnen. Wovon redest du? Wir haben in Farnsport nichts über das Grimoire gefunden. Tarins Hauptstadt Tormund wäre so oder so unser nächstes Ziel. Als Belohnung können wir vielleicht sogar nach Informationen über das Grimoire fragen. Okay. Es ist beschlossen, wir helfen euch. Ich danke euch. Ihr werdet für eure Selbstlosigkeit gebührend belohnt werden. Nun denn, ich wünsche euch viel Glück, aber ich werde mich jetzt verabschieden. Gebührender Lohn ist schön und gut, aber davon kann man sich im Jenseits nicht viel kaufen. Adieu, meine Lieben. Aber wo ich so darüber nachdenke, so gefährlich wird es wohl nicht sein, die Berge zu überqueren, stimmt's? Echt, du willst auch mit uns kommen? Von wollen würde ich nicht reden, aber es scheint mir aktuell die cleverste Lösung zu sein. Wir sollten das letzte Licht des Tages nutzen und uns auf den Weg machen. Hoffentlich finden wir in Tormund mehr Informationen, Killian. Naja, weniger ist ja kaum möglich. Weil mein Bruder nichts mit dieser Verschwörung zu tun hatte, muss ich ihm die Ereignisse erklären. Niemand hat Schuld, dass das Monster heute in den Palast eingedrungen ist. Er wird mir glauben. Ich vertraue diesen Gestalten nicht, aber es steht außer Frage, dass wir ihre Hilfe brauchen. Wenn Sir Victor und Landis so wollen, werde ich ihnen nicht im Weg stehen. Ich werde euch so lange begleiten, wie ich kann. Aber wenn es zu gefährlich wird, bin ich weg. Schi, was für ein bunter Trupp. Oder eine bunte Truppe. Nun denn, auf nach Tarin. Hey. Und nochmal die Stadt angucken, weil die so schön war beim ersten Mal. Die Erde von Valantis mag im Blut getränkt sein, aber ich bin mir sicher, dass eines Tages Frieden seine Wurzeln in den Boden schlagen wird. Allen Widrigkeiten zum Trotz. Ich weiß ja nicht. Wir werden das Qortara-Gebirge überqueren. Monster und Räuber werden uns dort erwarten. Und das wird noch der harmlosere Teil sein. Selbst wenn wir in Eile sind, sollte die Sicherheit der Prinzessin oberste Priorität haben. Wenn wir dafür Vorbereitungen in der Stadt treffen wollen, dann sollten wir das jetzt tun und die Möglichkeit nutzen. Die Sperre im Norden mag unter Beobachtung stehen. Wir können natürlich auch unser Glück trotzdem dort versuchen, oder wir besuchen das Dorf Basil. Die Einheimischen dort könnten uns vielleicht sagen, wie wir sonst in die Berge kommen, ohne die Sperre zu passieren. Wie dem auch sei, beide Wege führen uns über die Felder von Roland. Bevor wir aufbrechen, müssen wir aber noch ein paar Orte hier in Farnsport besuchen. Okay. Haben wir ja was zu tun beim nächsten Mal. Und dann kommen wir endlich mal aus der ersten Stadt des Spiels raus. Ist ja auch mal was, ne? Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken für ihre Unterstützung für den Kanal. Da hätten wir Snowvillier, Pan88, MihoYam und Nikita. Vielen Dank
dass ihr mich unterstützt und an das Projekt hier glaubt. Da ich noch gar nichts über das Spiel weiß, hier einfach mal so ein Schuss ins Blaue. Wir Helden, wir machen das Böse platt. Und das machen wir auch beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wieder einschaltet, hier zurück bei Chained Echoes. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Abonniert, kommentiert und liked das Ganze. Bis zum nächsten Mal.